Der 41. Spieltag in der DL2 steht an und damit herzlich willkommen aus Dresden, aus der Energieverbund Arena. Ja, heute zu Gast die Huskies aus Kassel, der Tabellenfünfte. Rupprich holt sich die Scheibe, da gutes Vorchecking der Dresdner. Jetzt der Gegenzug über McQuarz. Wow, da ist das 1:0 für die Gäste. Knapp 4 Minuten sind gespielt und die Huskies gehen mit 1:0 in Führung. Ja, sehen wir es nochmal. Ja, mit dem Schläger war er dann am Ende doch dran. Für mich sah es erst nach Schlittschuh aus, aber... Ja, Torschütze müsste Andy Reis gewesen sein. Das glaube ich ging sogar vom... Da könnte der Dresdner Spieler noch gewesen sein. Richtig. Ja, André Reis, der Torschütze. Müller. Ja, sehr viel Verkehr jetzt vor Marco Eisenhut gewesen. Jetzt Gegenzug. Schöner Pass auf Alexander Höller. Höller! Ja, und der da gibt die Strafe und dürfte Penalty geben. Genau so ist es. Oh, und da haben die Dresdner in den letzten Spielen schlechte Erfahrungen gesammelt. 3 Penalties in Folge verschossen. Ja, zweimal davon Nick Hörnt. Ja, einmal war Steven Rupprich und jetzt darf sich der Goldhelm auf Dresdner Seite versuchen. Alex Höller. Schöner Konter der Dresdner. Hat Alex Höller meiner Meinung nach ein Stück zu lang gewartet. Ja, vielleicht wollte er genau den Penalty auch riskieren. Auf geht's, 21, 21. Chance jetzt für Dresden zum Ausgleich, Alex Höller. Und er macht's nicht. Markus Keller hält die Scheibe sicher. Ja, dankbar in die Fanghand. Ja, das gibt schon einzelne Pfiffe zu hören. Der Dresdner Zuschauer. Ja, man muss wirklich sagen, Penaltys liegen den Dresdner Eislöwen überhaupt nicht. Brayden Pim durch den Slot. Nochmal Pim. Scheibe ja, liegt frei vom Tor. Ja, viel Gewühl da jetzt. Scheibe ist aber raus. Marco Eisenhut steht auch schon wieder. Was ist jetzt hier mächtig unter Druck und Tor! James Wisniewski. Satter Schlagschuss. Mit dem 2:0. Pass kam von Brayden Pim. 9. Saisontreffer für James Wisniewski. Sein insgesamt 45. Scorerpunkt. Ja, wenn er für Dresden spielen würde, würde er den Goldhelm tragen als Verteidiger. Dresden damit wieder vollzählig. Stefanusz zurück auf dem Eis. Knapp 20 Sekunden noch, sonst Klasse wieder komplett. Sidal auf Hanusch. Ja, Tor für Dresden! Vor Tor noch abgefällt. Ich glaube, Thomas Pielmeier war es. Sorry. Ja, Timo Pielmeier ist der Torhüter. Ja, sorry. Der spielt DL. Aber dessen Bruder trifft hier zum 2:1. Außer der Übertorkamera dürfte man es, denke ich, besser sehen. Rupprich arbeitet da. Dann geht die Scheibe von Pielmeier ins Tor und somit nur noch 2:1. Genau, Dresden verkürzt in Überzahl. Als DL2-Spieler zu Olympia fahren. Das wird nicht so oft vorkommen. Ja, aus Bad Tölz ist es noch Marcel Rottmann auf jeden Fall, der da hinfährt. Jetzt die Möglichkeit für Kassel, Gegenzug und... Ach, schönes Tor von Kassel. Tyler Krohn, Netz zum 3:1 ein und Marco Eisenhut da eiskalt ausgetanzt. So hätte es Alex Höller beim Penalty machen müssen. Hier zeigen sich Huskies, wie man es macht. Tyler Krohn mit einer schönen Bewegung. 3:1.
ja, knapp oder nicht mal 10 gespielten Minuten im zweiten Drittel. Della Rovere mit dem Scheibenverlust. Davidek. Klöpper wieder mit dem Pass da in die Mitte. Lahmbacher auf Little. Little mit dem Abschluss am Tor vorbei. Jetzt die Möglichkeit. Dresden in Überzahl. Auf den und Tor! Nick Hört mit der Rückhand. Alex Heller bedient Nick Hört und dann etwas glücklich. Den Dresden kann es egal sein. Postwenden die Antwort. 3:2. Und hier hat man schon gedacht, dass es etwas zu lange gedauert hat. Ja, ich wollte es eigentlich auch schon wieder sagen. Sieht wieder sehr langsam aus, aber dann geht die Scheibe über die Linie mit der Rückhand. Und jetzt nur noch 2:3 aus Sicht der Dresdner Eislöwen. 17er Saisontreffer für Nick Hürth. Er, der beste Torjäger in Reihen der Dresdner Eislöwen. Und Dresden kommt über Rupprich. Ah, ein böser Check. Kurz vor der Bande ja, fliegt der Steven Rupprich in die Rupprich steht aber wieder. Das würde ich mir gerne mal eine Wiederholung angucken. Toni Ritter da mit beiden Armen von raus. So sah das auf den ersten Blick aus. Hier nochmal jetzt. Weiß nicht, Toni Ritter. Ja, es gibt schon Schiedsrichter, die das Ganze gepfiffen haben. Sag es mal so. Aber das Ganze bleibt ungeahndet. Somit 5 gegen 5 weiter. Kramer auf Alex Höller. Höller jetzt wieder Möglichkeit. Tor für Dresden! Alexander Höller mit dem Ausgleich. Im ersten Drittel kann er den Penalty nicht verwandeln. Jetzt macht er es besser. Und der Goldhelm der Dresdner. Gleich die Begegnung aus. Ja, schöner Master. Gut gesehen und dann auf die linke Seite, Stockhandseite von Markus Keller. Und Dresden belohnt sich für ihren Einsatz und kommt hier verdient zum Ausgleich. Sidal. Schöne Bewegung von Sidal. Tor für Dresden! Sieben Rupprich im Nachsetzen. 4:3 für die Eislöwen. Und die drehen innerhalb von 2 Minuten im letzten Abschnitt die Begegnung. Der Rupprich zieht dann aber vor das Tor und nutzt dann den Nachschuss, weil Markus Keller erneut reinlässt. Das sind genau die Szenen von Steven Rupprich. Dafür ist er bekannt, dass er vor dem Tor arbeitet und dann noch solche Abpraller nutzt. Jedenfalls Löhr setzt danach. Zauner bekommt da noch den Check. Keine Krone, immer noch Krone. Nachschussmöglichkeit, aber da hat Alexander Höller den Schläger noch dazwischen gebracht. Und jetzt die Möglichkeit für Martin Davidek. Der hat gehakt und Strafe angezeigt. Schon Tor! Martin Davidek! 5:3! Ja, und den Martin Davidek, den hältst du so einfach nicht auf. Da, wenn der einmal in Schwung kommt, das ist ein Koloss. Und er mit dem 5. Treffer. Ja, wurde da permanent gehakt. Arm war schon oben, hätte sowieso Penalty gegeben. Aber Martin Davidek macht ihn so. Ja, guckt sich da Markus Keller im Tor der Huskies aus und schiebt ihn dann vorbei. 5:3 für Dresden. Davidek mit seinem 11. Saisontreffer.
Höller jetzt. Dresden mit über, in Überzahl. Ja, Hürth. Und Tor für Dresden. Erneut ist es Martin Davidek. Und er macht hier den sechsten Treffer und damit die Vorentscheidung. Und das ist das, was ich gerade gesagt habe. Dresden wird Kontermöglichkeiten bekommen. Wir haben es einbekommen. Hürth bedient Davidek. So einfach geht's. Wir im letzten Drittel jetzt schon das vierte Tor der Dresdner Eislöwen gesehen. Immer noch schon. Gute Möglichkeit, Scheibe nach abgefälscht vom Tor. Brayden Pym. Brayden Pym, letzten zwei Minuten laufen. Ja, Tor für die Huskies. 6:4. Ja, Torschüsse habe ich in dem Gewühl gar nicht gesehen. Das werden wir gleich noch nachreichen. Hier ist es Pim, der die Scheibe vors Tor bringt. Und dann könnte es Della Rovere gewesen sein. Ja, auf jeden Fall hat Rico Rossi alles richtig gemacht. Markus Keller rausgenommen, sechster Feldspieler drauf. Und somit nur noch 6:4. Ja, noch sind 2 Minuten zu spielen. Und wie schnell es im Einzug gehen kann. Haben wir schon öfter gesehen. Ja, offizieller Torschütze, wie schon gesagt, die Nummer 44 unserer Gäste, Stefan Della Rovere. Ja, Rico Rossi nimmt jetzt Toni Ritter vom Eis. McGrath muss wieder das Bulli spielen für Kassel. Guck mal, die Ausgang bringt ihn wieder raus und... Oh! Tor von Tatas Kumeliauskas, was aussieht wie ein Befreiungsschlag, endet mit einem Torschuss und mit dem Tor 7:4 für Dresden, Tatas Kumeliauskas. Der muss aus der Entfernung schon mal so treffen. Sekunden stehen noch auf der Uhr. Dresden wird das jetzt hier locker flockig runterspielen. Ja, aber nutzen wollen sie scheinbar noch mal. 10 Sekunden noch. Scheibe geht raus. Und damit nach 6 Niederlagen in Folge gewinnen die Dresdner Eislöwen das Heimspiel gegen Kassel mit 7:4. Ja, Wahnsinn, was wir für ein Spiel hier gesehen haben. Also ich muss sagen, Kassel im ersten und stückweise im zweiten Drittel gar nicht schlecht gespielt, einen guten Auswärtsauftritt hier gehabt, aber Dresden dann mit dem Anschluss durch Nick Hürth im zweiten Drittel nach dem 2:3 besser im Spiel gewesen und ja, irgendwie wie ausgewechselt, man hat die Dresdner Mannschaft gar nicht so wirklich wiedererkannt. Ja, richtig, und dann schießt man im letzten Drittel 5 Tore gegen Kassel. Ja, ein bockstarker Auftritt hier im letzten Durchgang der Eislöwen. Ist die 21, James Wisniewski. Ja, James Wisniewski, Spieler des Tages auf Seiten der Huskies. Dann auf Seiten der Dresdner könnte es durchaus Martin Davidek werden. Ja, Alexander Höller, der Goldhelm, auf Seiten der Dresdner, Spieler des Tages. Ja, so wirklich hervorheben kannst du auf Dresdner Seite keinen, die waren durch die Reihe eigentlich gut gewesen. Ja, Markus, der Staatssprecher, hat es auch gesagt, stellvertretend für die geschlossene Mannschaftsleistung. Und vor allen Dingen gute Besserung. Und zwar 25, Petzl! Petzl, komm zu uns, schön, dass du hier bist. Ja, wir wünschen auf jeden Fall den Huskies eine gute und sichere Heimreise. Da gibt es noch Beifall für Petr Wacholder, den Langzeitverletzten, der gerade mit auf dem Eis war. Ja, also wie enorm wichtige 3 Punkte für Dresden, die jetzt mit 61 Punkten den Spieltag beenden. Und
Kassel bleibt auf 5, da ja Kaufbeuren in Weißwasser verloren hat. Weißwasser übrigens der nächste Gegner für die Huskies am Freitag um 19.30 Uhr. Istanbuli im Fuchsbau. Wir hier in Dresden auch am Freitag wieder ein Heimspiel. Tja, dann kommen der hessische Rivale der Huskies hier. Löwen aus Frankfurt. Ja, dürfen wir auf jeden Fall gespannt sein. Dresden meldet sich eindrucksvoll zurück. Ja, da wünsche ich mir noch natürlich der Mannschaft und den mitgereisten Fans einen guten Weg nach Hause, kommt sicher nach Hause. Und ja, vielleicht hört man sich ja doch nochmal in der Saison. Hören, sehen. Wir dürfen gespannt sein. Wir hoffen, ihr hattet dennoch einigermaßen Spaß hier bei unserer Übertragung. Ja, lassen Sie es mit den Bildern hier alleine. Schönen Sonntag noch und bis bald. Tschüss. Ciao.